Hallo Leute, ja, schauen wir mal nach dem blitzblanken Pufflet, der zuletzt da noch geschlüpft ist. Und hier oben sieht es aus, ist der schon fertig? Nee, ne? Das ist noch ein Ei. Das dauert noch einen Moment, da müssen wir gucken. Ja, schauen wir dann mal, wie das mit dem Eis ist, ob das schon runtergebracht ist oder ob das da noch oben liegt. Aber ja, wir haben es auf jeden Fall letztes Mal gemacht und wollen mal schauen, wie es weitergeht. Nach dem Intro gucken wir uns das an. So, warte mal, wir gucken erstmal nach hier unten. Wo war das? Hier ist das. Da ist unser Behälter. Wo hier unten? Ah, ne, vielleicht die. Oh, weil eine Pause. Der Strom ist da. Eis ist hier und da ist noch kein Eis drin. Das bedeutet entweder, es ist schon flüssig geworden oder das andere ist, es ist noch gar nicht runtergebracht worden. Hier liegt auch. Ne, das Eisenerz. Da liegt das Eis, aber hier lag es. Also ist es wahrscheinlich doch schon weg, oder? Dann ist ja alles gut. Oder war das woanders? Ne, das war da. Hier haben wir schön weitergebaut, sehe ich gerade. Da kriegen wir dieses Ding hier entwurzelt. Ohne dass wir da, weiß ich jetzt nicht. Müssen wir mal schauen. Wenn ja, dann kriegen wir das Wasserstoff hier mal weggedrückt. Das wäre nicht schlecht. Ja, Eis ist cool und wir sind schon weiter hoch, ne? Das verschmutzte Wasser habe ich hier noch nicht gesehen gehabt, oder? Unerreichte Baustelle. Absilat. Naja, es geht noch einen höher oder sowas. Ja, wir müssen gucken. Das wird da genauso sein wie da unten. Und ich glaube, wir werden jetzt hier auch schauen müssen. Ah, das ist vielleicht hier nicht so ganz geschickt gelöst, oder? Ja, wir müssen da noch mal was abbauen. Machen hier auf jeden Fall einen Ziegel hin und bauen da schon mal was ab. Einfach nur graben, ne? Dann kann das Wasser hier rein, wenn da was abfrieren sollte, sag ich jetzt mal. Aber frieren tut es ja nicht, ne? Verschmutzter Sauerstoff. Das passt erstmal. Ja, und wie immer so ist, das mit dem Aufräumen, das ist auch noch ein Problem, ne? Überall liegt das Zeug rum. Und irgendwann muss man mal aufräumen. Damit die Motivation der Leute dann doch besser ist. Wir müssen auch gucken, was da nicht weggeräumt werden kann, ne? Ja, die haben jetzt tausende von Aufträgen, aber irgendwann muss es ja doch mal passieren, ne, dass da aufgeräumt wird. Also hier sieht es ja schon einigermaßen aus, dass hier, wo sie am häufigsten sind, nicht so viel rumliegt. Ja, hier sind auch schon wieder Sachen. Oh, gut, das ist schon mal passiert. Das heißt, ich würde jetzt tatsächlich hier überlegen, hatten wir gesagt, noch sowas reinzubauen, ne? So eine Station und sowas. Sollten wir dies tun? Das ist die Frage. Eigentlich würde das Sinn machen, weil. Ja, weiß ich nicht. Hier liegt die Alge. Die muss nur einer dann auch aufheben. Das ist das nächste, ne? Weiß ich jetzt nicht so. Jetzt haben wir den da eingesperrt. Kommen wir da überhaupt hin? Ne, wir kommen da gar nicht mehr hin. Über den Weg kämen wir da nur hier lang hin. Da kann gar nichts passieren zurzeit. Das ist schlecht. Das sieht wieder mal so aus, dass wir jetzt Überlegungen machen müssen, wie wir das am sinnigsten hier bewegen, dass wir da hinkommen. Boah. Eigentlich so, ne? Das wird schwer gerade. Das wird richtig schwer. Machen wir hier eine Schleuse hin. Die können wir hier durch aufbauen erstmal. Ja, so wird's gehen. Ist ein bisschen tricky, was wir jetzt vorhaben, aber es funktioniert wahrscheinlich nur so. Wie sieht's denn hier so aus mit dem Abbauen und dass wir hier das CO2 da unten hinkriegen? Ah, das ist schon mal tiefer, aber so. Oh Gott, hier oben ist noch alles voll. Ah, die Sauerstoffproduktion ist jetzt gerade mal nicht so dolle, ne? Woran hapert's denn hier? Läuft aber, ne? Das Verteilen ist vielleicht nicht so gut. Hier können wir auch noch was einstellen, sehe ich gerade. Machen wir das doch mal, oder? Hier oben sind die Herzchen schon alle weg. Ja, eigentlich müssen wir einen Schutzanzug Nachhaltigkeitsschulung dann jetzt machen. Würde ich jetzt auch tun, weil dann haben die da schutzanzugmäßig nachher alles abgedeckt.
Hier unten gibt es noch bei dem Aufräumen Sternherzchen, das können wir hier definitiv auch machen. Und hier oben bei Bad, Burt, ist das das Gleiche, dass wir das da auch machen. Passt schon. Ach, hier unten ist auch noch Travaldo. Travaldo hat die Herzchen überall sitzen. Verbesserte Landwirtschaft machen wir dann mal, weil dann ist er mehr happy wahrscheinlich. Gut, okay. Ja, wir müssen definitiv hier hin, ne? Der wird uns jetzt hier nicht sterben, weil er genug schmutzigen Sauerstoff hier hat, aber irgendwie müssen wir das Ziel erreichen, dass wir da auch was machen können, ne? Ah, Tür wird gebaut. Sehr gut. Das bedeutet, können das mal gerade so zubauen. Irgendwie habe ich jetzt nicht so die Idee, wie das klappen könnte, ne? Gleich haben wir eine Tür da. Können das hier zerlegen. Er hat keinen Sauerstoff mehr, deswegen baut er jetzt nicht fertig, ey. Der hat dann gleich zu einem kleinen Raum, aber das ist erstmal egal. Ich muss das erstmal hier irgendwie hinkriegen. Der wäre schön, wenn er links wäre, ne? Weil dann könnte ich hier aufreißen und wir hätten den Zugang. Oder kriegen wir das ja noch hin? Ah, jetzt ist er auf jeden Fall links und jetzt wird auf jeden Fall hier auch weitergebaut. Tür mit einem fertig, ne? So, jetzt zerlegen wir das und das Ganze auf 9. Jetzt sitzt er da. Pass auf, jetzt wird hier zerlegt und er huscht dann da durch. Wetten? Und den machen wir auch auf 9. Jetzt ist er natürlich auf der rechten Hälfte. Auch sehr gut, aber dafür sind hier unten welche, die das jetzt machen. Okay. Warte mal, Prio schnell auf 9 für diese beiden Ziegel jetzt mal. Egal, ob das der drin ist oder nicht. Mal gucken, was da zuerst fertig wird. Jetzt läuft er da auch noch rein, ey. Das ist ganz schlecht. Gereizte Lunge hat er gerade gehabt. Das sieht nicht so doll aus, ne? Eine gereizte Lunge ist schlecht. Jetzt könnte hier einer pflegen gehen, ne? Dann fliegst du mal nach da, aber nicht hier runter. Ja, das ist schon mal gut. Das ist auch gut, aber jetzt noch bauen. Oh nee, ne? Jetzt hat er sie eingebaut. Aber das kann er sofort zerlegen, dann kann er da auch wieder weg. Und jetzt ist der leider da eingesperrt, aber das ist halt so. Wie kriegen wir das jetzt hin? Ist hier was durchgehend? Nein, das wäre hier durchgehend. Dieser Schacht ist da. Wollen wir den mal umbauen irgendwann? Wahrscheinlich, ne? Das heißt, eigentlich müsste jetzt hier eine Trennwand hin. Weil wir den Schacht weiter durchziehen werden irgendwann, denke ich. Und dann kommt da noch eine Schleuse hin. Irgendwie klappt das schon. Jetzt müssen die das erst bauen. Hier müssen wir. Nee, müssen wir nicht. Machen wir keinen Strom dran, dann macht da keinen Sinn. Nee, da machen wir einfache Leitung erstmal dran. Das wäre schon mal so. Okay, hier ist Wasser und es wird auch gefiltert. Das läuft rein theoretisch, wird aber immer mehr, wie wir sehen. Gucken, dass wir das fertig kriegen. Ist hier noch was? Nö, hier ist auch gar kein Kupfer mehr im Anstich dran. Das passt. Wasser schmelzen wir, ist auch gut. Pumpe, das läuft. Jetzt müssten wir hier eigentlich weiterbauen. Die Etage hier. Was haben wir denn hier für ein Zeug? Wasserstoff ist da drin, okay. Ne, graben wir erstmal hier was weg.
Das kann auch noch weggegraben werden. Dann können wir das zumachen und wir komprimieren das Ganze, glaube ich. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen, weiß ich aber nicht. Hier, das funktioniert, glaube ich, mit dem Bleichstein. Ne? Ist da was drin? Ja, und Oxalit ist da auch drin, auch sehr gut. Da sind wir schon mal safe. So, die können hier rein, die können da rein, die können die pflegen. Das funktioniert. Was ist hier drin? Blitzblank pufft Ei. Okay. Also wir müssen unbedingt hier aufräumen, damit das weg ist. Was liegt hier jetzt? Lager nicht verfügbar. Algenlager nicht verfügbar. Auch krass, oder? Ist hier irgendwas drin? Ja, die Pufflet-Eier. Der Blitzblank pufft, kommt da gar nicht rein. Und die Eier hier drin ist doch auch eigentlich schlecht, oder? Wir hatten doch da, dass wenn die dann da drin sind, dann schlüpfen die da, gehen die da dran da kaputt. Ich glaube, die Eier machen wir da gar nicht rein. Sondern. Was wollten wir da jetzt reinmachen? Alge. Das war organisch. Da braucht kein Strom dran. Was haben wir hier noch liegen? Sand. Lager nicht verfügbar. Eierschale ist da drin. Okay. Granit. Eisenerz. Erde und Ton. Granit. Das war das, was der Mordrak gesagt hat. Ne? Ich muss ja einfach nur sagen, mach mal so. Dann liegt alles davor und dann kann ich es wieder einlagern, wenn. Und dann mache ich einlagern nur mit Befehl hier, oder wie war das, ne? Aber wo war das? Nur beim Aufräumen, da. Das war das. Das müssen wir so einstellen, ne? Nur beim Aufräumen. Ich glaube, das braucht alles das dann, ne? Nur beim Aufräumen kommen Eierschalen da rein. Haben wir das überall jetzt drin? Nein, wahrscheinlich nicht, weil wir das überhaupt noch nie gehabt haben, ne? Dann machen die das nämlich nicht von selber da rein, sondern nur, wenn ich diesen Befehl aufräumen gebe. Und das wollten wir, ne? Das hatte Mordra, glaube ich, so geschrieben. Ich glaube, wir kommen langsam immer ein Stückchen voran mit der ganzen Geschichte, ne? Und dann mache ich hier ein Riesenlager nämlich davor. Jetzt müssten wir natürlich hier davor das alles haben, ne? Weil wenn ich jetzt... Was ist jetzt hier drinne? Da ist der Granit drinne. Jetzt mache ich den mal raus und mache den wieder rein. Dann wird beim Aufräumen das wieder da reingemacht und der Granit liegt immer davor. Und das ist Metallerz. Jetzt kann ich den da rausmachen und wieder reinmachen. So. Was ist das? Veredelte Metalle. Und die sind dann da auch dran. Was haben wir hier? Hier haben wir das Rohmaterial von dem ganzen Zeug. Und jetzt ist das auch wieder erledigt. Hier haben wir Erde und Ton. Kanister ist schon wieder leer. Rohmineralien. Ja, da müssen wir aber auch noch genauer werden, glaube ich. Aber das werden wir erst mit der Zeit schaffen, denke ich. Oh, da war nicht alles drin. So, hier ist alles drin. Und hier ist auch alles drin. Aber das macht keinen Sinn, dass da alles drin ist. Organische Eierschalen sind da, ja. Ja, das müssen wir alles nochmal neu strukturieren, ne? Da ist Magmatit jetzt drin. Ja. Ich glaube, das muss in der Extra-Folge sein. Wo ist denn jetzt hier das viele Wassergeräusch? Hier? Hier ist das wohl, okay. Die pumpt dann, oder was? Nee, das muss hier sein. Wo ist denn dieses Wassergeräusch? Ist das das hier doch?
Ja, es muss wohl dieses Wasser sein, was hier so hin und her plätschert. Da müssen wir auch einen Behälter haben, wo das reinkommt, ne? Kriegen wir auf Dauer auch. Wieso wird der hier nicht gemacht? Keine Ahnung, ne? So, jetzt können wir hier schon mal einen Stein noch setzen, schnell. Damit das. Den müssen wir entwurzeln. Und dann wird das fertig gemacht, oder? Glaube ich. Hier machen wir noch einen neben. Ich weiß nämlich nicht, ob die da gerade hinkommen. Ich glaube nicht. So kann das erstmal abgebaut werden, oder? Oh, der hat sich eingegraben. Ich habe jetzt keine Ahnung, was die noch bauen, aber läuft erstmal. Oh. Und wo ist jetzt der Pufflet? Der ist hier nicht mehr drin. Weder da, da noch da. Aber der kann doch nicht da. Wo ist der? Wo ist der Pufflet? Ah, ich weiß, wo der ist. Ich glaube, der ist da drin. Der ist bestimmt in der Schleuse eingeschlossen. Shit. Warte mal, wie machen wir das jetzt am geschicktesten? Wir können dieses hier erstmal. Ja, am Ende wird das abgerissen. Aber da bauen wir jetzt erstmal eine Schleuse schnell rein. Nee, zerlegen. Weil da kommt dann eine Schleuse rein. Das kann aber erstmal eine einfache sein. Schafft er das so? Ja, sehr gut. Oh, da hat jetzt auch noch irgendwie Wasser sich hier breit gemacht. Shit. Jetzt frage mich nicht, warum damit mal Wasser ist. Hat einer eine Sauerei gemacht oder was? Oh. Warum ist da jetzt Wasser? Warum ist da jetzt Wasser? War da noch eine Wasserleitung in der Wand? Kann das sein? Habe ich das nicht gesehen? Sanitär. Leitung. Ja, klar, war da eine Leitung. Ah. Hat ja gut geklappt, ne? Shit. Man muss auch gucken, was man macht, ne? Naja, da ist das frische Wasser wieder da unten gelandet. Nochmal putzen, bitte. Da unten kommt keiner hin. Weil wir hier wahrscheinlich vergessen haben, eine Leiter hinzumachen. Analysieren. Wassergeysir. Machen wir doch erstmal. Kann ich da keine Leiter hinsetzen? Das wäre jetzt blöd. Ja, tatsächlich, geht nicht. Ja, da geht schon einer zum Analysieren runter oder zum Wischen. Weiß ich jetzt nicht. So, das Wasser steht hier und ist alles weggewischt. Ja, passt. Gut, aber ich würde sagen, wir sind jetzt erstmal so weit, dass wir hier was Schönes gebaut haben. Das heißt, wir können hier gleich zumachen. Und wenn wir da zu haben, ich weiß nicht, wofür ich die Rutschestange hier jetzt schon hingebaut habe. Ich denke, der Schacht, den wir hier haben, ist ja erstmal der richtige, ne, oder? Der anderen Seite, ja, einen Schacht die ganze Zeit runter zu machen, ist manchmal nicht gut, weil dann der ganze Dreck da auch runterfällt oder das Wasser oder sowas. Aber man kann natürlich ganz schnell runterrutschen, das ist das nächste Teil, ne? Ja, weiß ich nicht. Schwierig, ne? Ich mach mal hier gerade schon mal so ansatzweise das hin, damit ich weiß. Also, das haben wir jetzt schon wieder abgewählt. Dass da noch eine Rutschestange ist. Nee, die war natürlich falsch. Abbruch. Abbruch, passt. Gut, okay, das geht erstmal. Machen wir aber erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Nächstes Mal gucken wir zu, dass wir dieses mit der Treppe hier geregelt kriegen. Dann bauen wir die um nach da. Machen wir in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.